hoffentlich hochinteressanten Begegnung, von der wir uns so einiges erwarten. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, wenn ich hochgucke, der Himmel. Der ist nämlich hier grau in grau. Die Wettervorhersage hat es ja bestätigt, dass hier noch Regen runterkommen soll. Wir hoffen natürlich auf nicht allzu viel Regen. Wir werden gespannt sein, ob von oben was kommt. Hauptsache, es passiert etwas auf dem Platz. Wirklich eine Augenweide, dieses Stadion. Die Partie hat schon begonnen. Eine Standardfrage an unseren Experten. Wer ist deiner Ansicht nach der wichtigste Spieler hier? Seine Technik ist herausragend und wenn er sie an einem guten Tag in die Waagschale wirft, dann kann Mario Götze im Alleingang Spiele entscheiden. Ja, da gibt es wohl keine zwei Meinungen. Kalajdzic. Jetzt den präzisen Pass spielen. Und das ist ein 1A-Pass. Kalajdzic. Hat auf den Pass gewartet, ist da schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Mario Götze. Es geht über links. Mario Götze hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nur noch so bremsen. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihm wohl nur ein paar Takte flüstern. Mario Götze. Fantastisches Tor. Eine absolute Augenweide. Fantastisch. Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Herrlich, wie selbstverständlich das bei ihm wirkt. Er wusste schon genau, was er vorhat, als er sich den Ball zurechtgelegt hat. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Und nun ist es soweit, die ersten Regentropfen fallen. Jetzt den präzisen Pass spielen. Und das ist ein 1A-Pass. Kalajdzic. Hat auf den Pass gewartet, ist da schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Mario Götze. Es geht über links. Mario Götze hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nur noch so bremsen. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihm wohl nur ein paar Takte flüstern. Mario Götze. Fantastisches Tor. Eine absolute Augenweide. Fantastisch! Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Herrlich, wie selbstverständlich das bei ihm wirkt. Er wusste schon genau, was er vorhat, als er sich den Ball zurechtgelegt hat.
Sie gehen mit 1:0 in Führung. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Und nun ist es soweit, die ersten Regentropfen fallen. Mario Götze, fantastisches Tor, eine absolute Augenweide. Fantastisch. Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Herrlich, wie selbstverständlich das bei ihm wirkt. Er wusste schon genau, was er vorhat, als er sich den Ball zurechtgelegt hat. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Und nun ist es soweit, die ersten Regentropfen fallen. Mario Götze. Vom Keeper. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Nee, da ist schon wieder Endstation. Starker Pass. Da ist die Möglichkeit. Der kommt weit nach vorn. Ab auf die linke Seite. Patrick Herrmann. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es gibt nur Ecke. Er steigt und drin ist er. Da ist der Treffer zum viel zitierten, psychologisch wichtigen Zeitpunkt. So einstudiert, so umgesetzt, ein perfekter Treffer. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen, mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Wir sind auf Remiskurs. Der Ausgleich, ein neuer Stand der Dinge. Und ich bin schon gespannt, wie die beiden Mannschaften, wenn sie sich erstmal auf diese neue Situation eingestellt haben, reagieren werden. Kramer. Auf die Seite verlagert. Er bringt das Ding. Mit dem Kopf.